Frage der Woche. In Kürze werden die 3 Atomkraftwerke abgesetzt. Was haltet ihr davon? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich halte mich halt eigentlich daraus. Also ich habe da keine wirkliche Meinung dazu. Ich habe dazu gar keine Meinung. Ich bin gegen die Abschaltung von Atomkraftwerken, weil das eine ganz saubere Energie ist. Was will man denn sonst nutzen als Energielieferant? Alles andere, was du hier hast, die Kohle wird dicht gemacht. Was sonst? Ich selber bin kein Freund davon, dass sie es abgeschaltet haben. Ich hätte, ja, mit dem Abschalten ist ein richtiger Weg, also ist eine richtige Richtung. Aber ich hätte sie, glaube ich, noch auf Reserve gehalten. Also das heißt, dass man sagt, man hat 1, 2 wenigstens die... Also ich meine, wir in Deutschland haben ja mittlerweile die Atomkraftwerke, die am vernünftigsten ausgebaut sind, also am sichersten ausgebaut sind. Und gerade wir fangen an, die Dinger zuzumachen. Wo ringsrum die ganzen Länder wie Polen, weiß ich was, jetzt anfangen aufzurüsten. Vielleicht noch nicht mal in dem Standard, den wir jahrelang gefahren haben. Also ich hätte sie auf jeden Fall noch als Reserve gelassen, ja. Ich wäre eigentlich der Ansicht, dass es gegenwärtig wahrscheinlich richtiger wäre, die Atomkraftwerke noch länger laufen zu lassen. Natürlich müsste man wieder investieren, weiter forschen. Aber man kann nicht mehr oder weniger alle vorhandenen Energieträger weiter zurückfahren und dann hoffen, dass die Wirtschaft am Leben bleibt. Ich denke, dass das nicht funktioniert. Also meine klare Aussage wäre, Atomkraftwerke behalten. Jetzt werden die letzten 3 Atomkraftwerke abgesetzt. Was haltet ihr davon? Ja, gut. Atom, ja, gut. Oder dass die abgesetzt werden, weil ja, wenn die halt wirklich, wenn da was passiert, hat man ja in Tschernobyl gesehen, also ist nicht so geil. Und auch kein Bock, dass das hier in Deutschland passiert. Also finde ich jetzt nicht so schlimm, dass die abgesetzt werden. Ja, ich finde es halt schwierig, wie man das dann alles mit erneuerbaren Energien und so machen will. Aber ansonsten an sich, die Idee ist gut, das abzuschalten, ja. Kohle wird zugemacht, die Atomkraftwerke werden zugemacht. Wie soll das weitergehen? Das verstehe ich nicht. Aber es ist eben so. Es wird bestimmt und dann... Ne? So wie die Medien das bringen, die Kohlekraftwerke bleiben und der saubere Strom wird abgeschalten. Das ist irgendwo nicht logisch. Und wenn man die Länder rundherum sieht, Frankreich und so, die haben ja auch Atomkraft. Kohle? Finde ich den falschen Weg, finde ich. Aber es muss auch eine Balance da sein. Deswegen würde ich sagen, das hat man sich nicht gut durchdacht. Ja, da frage ich mich, wo kommt der Strom her? Windräder sollen nicht gebaut werden, da haben die Grünen was dagegen. Die Kraftwerke, Kohlekraftwerke sollen weg, Atomkraftwerke sollen weg. Was macht man dann? Also meiner Meinung nach sollten die Atomkraftwerke noch eine Weile am Netz bleiben und dann lieber die Kohlekraftwerke abschaffen, denn die machen den meisten Dreck. Das ist meine Meinung. Unpassend. Aber ich glaube nicht, dass es richtig ist. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, alles gut. Wir haben bei uns um Ort 150 Windräder. Wenn man ein Stück Autobahn fährt Richtung Westen oder wo, sieht man da ein Windrad und uns packen sie uns zu hier. Für die Umwelt ist es sehr gut, dass es abgeschafft wird. Aber wenn bloß Deutschland die Atomkraftwerke abschafft, was hilft das dann der ganzen Welt? Nicht sehr viel. Was soll ich dazu sagen? Wenn das Licht ausgeht, werden wir dran denken, halt, da haben wir doch was abgeschaltet. Aber es wird immer wieder was Neues geben und so ist es im Leben.